erstmal kurz was trinken hier. Ich sterbe. Ja, ich habe jetzt die Aufnahme direkt nach der letzten Aufnahme gestartet. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen. Normalerweise reg ich mich erstmal. Habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Man möge mir verzeihen. So, da bin ich. Wo bin ich? Da bin ich. Nein, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Hey? Man möge mich sehen. Da. Nein, da. Perfekt. Hi. So. Wir müssen recht einschalten. Ah. Das Klicken kam einem vertraut vor. Es ist das Klicken der Befriedigung. Naja, F1, schon klar. Macht sein Ding. Haben wir aber auf Arbeit genauso. Bei Arbeit, bei uns auf Arbeit, also in der Schule, wo ich arbeite, da sind die Rechner immer so eingestellt. Also wir haben da zwei Netzwerke. Wir haben einmal das Schulnetzwerk und einmal das Verwaltungsnetzwerk. Weitere Details folgen nicht, aus Grund von Datenschutz und alles. Aber bei dem Verwaltungsnetzwerk ist es immer so, dass die quasi immer erstmal diverse Netzwerkbootoptionen durchgehen, weil wir haben halt so ein zentral verwaltetes System. Und ja, dieses PXE-Boot, wie das ja heißt, das dauert halt immer ewig, bis es diese DHCP-Verbindung aufbaut, dann guckt, ob Netzwerk, also ob ein Boot-Server zur Verfügung steht. Und dann hat er noch ein Timeout und das alles. Das heißt, bis eigentlich Windows startet, vergehen einfach mal, weiß nicht, gefühlt 5 Minuten. Sind irgendwie 30 Sekunden insgesamt, keine Ahnung. Aber ne, diese 30 Sekunden, wenn du dann halt davor stehst und dieses drücken Sie F8, um vorzufahren oder warten Sie 10 Sekunden. Und deswegen drücke ich dann da auch immer Escape, um diesen Vorgang abzubrechen und direkt Windows zu starten. Von daher bin ich es gewohnt, dass ich immer eine Taste drücken muss beim Rechner einschalten. Ne, von daher ist es jetzt mit der F1-Taste für mich nicht so problematisch, aber ich guck mal, es ist halt trotzdem einfach unschön. Ne? So, sehr schön. Wir sind wieder in the hood. Wieso startet ja auch drum? Ach ja, weil ja diese Sitzungsverwaltung aktiviert ist. Das war natürlich. Ja, diese Sitzungsverwaltung mag ich persönlich nicht wirklich. Arbeitsflächensitzung. Die Programme, die beim Beenden, also beim Runterfahren, offen waren, werden beim Hochfahren auch immer wieder geöffnet. Ist eine schöne Sache. Windows nutzt, glaube ich, sowas ähnliches. Aber ich persönlich mag das nicht. Ich will immer mit einer leeren Sitzung beginnen. Anwendung. Ne? So, genau. Ja. Genau. Also es gibt noch so ein paar Sachen, die ich immer einstelle. Zum Beispiel bin ich einer, der seinen Bildschirm immer anlässt. Ne? Das heißt, ich müsste jetzt auch in die. Also ich würde jetzt für mich auch in die Energieverwaltung gehen und die Energieoption rausnehmen. Was mache ich noch immer? Warte mal kurz, Sperrbildschirm mache ich immer, Energieverwaltung mache ich immer. Dann mache ich noch den Bildschirmschoner, den mache ich auch immer noch raus. Und da war doch noch was. Ich mache doch immer vier Sachen. Ich habe so lange schon kein Ubuntu mehr installiert. Fuck. Ich bin aus der Übung. Oh mein Gott. Ja, ne? Also, ne? So, das sind so ein paar Angriffe, die ich immer mache. Genau. Übrigens, liebes Ubuntu-Team, pardon, liebes K-Ubuntu-Team, wenn ihr diese Serie seht, bitte versucht okay. Könntet ihr nicht irgendwie mal ein Skript implementieren? Ich hätte gerne aus den Standardpaketquellen und standardmäßig bei Ubuntu installiert einen Befehl, der so klingt. Update Ronix Style. Meinetwegen können wir auch darüber streiten. Wäre ich voll dafür. Ha? Update Hatsune Miku Style. Bumm. Und dieses Skript oder dieses Programm, wie auch immer man das implementiert, macht nichts anderes als das hier. Ha? Einfach genau das. Dann müsste ich das nicht bei jedem neu installierten Ubuntu immer erstmal manuell eingeben. Außerdem ist das so, finde ich persönlich optisch, funktionell,
eine sehr geile Befehlskette, weil das System halt mit einmal komplett überholt. Gut, man könnte jetzt auch noch machen hier sudo und dann do dist upgrade oder wie das heißt. Nee, do release upgrade. Genau. Könnte man auch noch hinterherhängen, wenn man möchte, aber ne, das mache ich lieber immer manuell. Aber ne, so diese Befehlszeile. Die könnte man noch, jetzt nicht nur bei Ubuntu, eigentlich auch bei Debian allgemein oder bei Linux allgemein. Ja, nee, Apps gibt es ja nur bei Debian. Bei Debian allgemein könnte man sowas doch eigentlich wunderschön so als Standard verfügbaren Kurzbefehl haben, oder? Wäre doch geil. Ne? Egal. Was wir jetzt machen wollen, ist mal gucken, ob mein Test funktioniert. Das wäre jetzt quasi mein Test, ob mein Test funktioniert. Okay, Entschuldigung. Es tut mir leid. Komm, der musste sein. Ja, also, da kann man mir jetzt hier nicht vorwerfen mit Blasphemie. Was? So, ich mache mal hier die kurzen Kameras weg. Die sind hier ein bisschen. So, da stören sie weniger. Da ist gerade Platz. Achso, ich kann auch mal hier weitere Optionen, Vollbild gehen. Achso, siehst du? Guck mal hier, siehst du? Wir haben gerade mal 5% CPU-Auslastung. Das geht doch eigentlich. Gut, wir sind doch erstmal nur im Hauptmenü. Ich lasse erstmal im Fenstermodus, damit wir mal sehen können, wie so das System performt. Leider gibt es für GCrell-M kein Plugin, also ich habe zumindest noch keins gefunden, was auch die GPU-Auslastung anzeigt. Das wäre geil, wenn es sowas geben würde. Aber wie gesagt, leider nicht. Ne? So, neu. Wir machen eine Welt, die nennen wir einfach Welt. Ah komm, weil wir gerade sowieso schon irgendwie in diesen Theme wieder reingerutscht sind. Hatsune Miku World 001 007, Digga, wir sind Agent 007. Beta. Genau, das ist doch geil. So, auf Erstellen, der Button, der ja halb überdeckt ist. Also ist alles richtig. Card-Generator, mein Test-Game, ja. Schiebeländer können wir eigentlich auch mal machen. Nee, komm, lass mal. Wir machen mal so Vanilla wie möglich. So, und nennen uns einfach Miku. Passwort ist, brauchen wir nicht. Let's go. So, bin mal gespannt. Ja, CPU geht hoch, 20%. Wir starten wieder irgendwo, wo es super genial ist. Geil. Wir haben F5. Ja, 60 Bilder pro Sekunde, klar. So, jetzt mehr Welt generieren. Merkt man schon, geht der hoch auf 60% CPU-Auslastung. Und wir hören den Lüfter aufheulen. Wir sehen es auch hier schon an der Temperatur. Ne? Die ist auch schon hochgegangen. Und wie gesagt, ab 50% heult halt der Lüfter auf. Ist ein bisschen nervend. Kennt ihr ja noch aus den alten Let's Plays, wo immer der Lüfter hochgeheult ist. Wie gesagt, kann man bei dem BIOS leider nicht einstellen. Das ist halt so eine typische Dell-Kacke. Ist halt so. So, aber wie gesagt, ne, das System bleibt eigentlich angenehm kühl. Jetzt, wo er mit dem Weltgenerieren fertig ist, bleibt er auch auf 48 Grad. Wir springen einfach mal kurz runter. So. Achso, ich muss noch meine Tastenbelegung ändern, damit ich hier klarkomme auf der Welt. WSAD Spezial. Nein, Schleichen. Machen wir halt das erst. Ich wollte das hier zuerst machen. So, Schleichen ist Q, wegwerfen ist Rücktaste. Oh, ich ertrinke. Sollte ich vielleicht nicht machen, während ich gerade am Tauchen bin, ne? Ach Mann, ey. Los. Bring mich an Land. Danke. So, jetzt nochmal. Tastenbelegung. Springen ist Shift. Schleichen ist Q. Wegwerfen ist die Rücktaste. Inventar bleibt. Würgegeschenkt Zoom Z. Kamerawechsel. Kameraflugmodus. Nickbewegung. Schnellmodus. Stumm. Leiser. Lauter. Auto vorwärts. Chat. Bildschirmfoto. Mache ich immer. Wie war nochmal das Entfernen? Wie konnte man denn hier nochmal Sachen entfernen? Nee. Konnte man Sachen gar nicht entfernen? Oder habe ich das immer so gemacht? Einmal T und jetzt. Nee, das geht auch nicht. Nee, geht auch nicht. Wie war denn das? Konnte man denn nicht einfach Tasten entfernen? Aber gut.
Nö. Können wir meine Kamera sowieso mal wegmachen. Machen wir mal da oben hin. Damit wir hier meine Hut zu sehen. Willkommen in meiner Hut. So. Ja gut, dann haben wir hier zweimal T. Das ist auch ganz schön geil. Wir machen wieder F12. Weite Sicht, Sicht verringern, Konsole, Befehl, lokaler. Hä, wo ist denn dieser Kameramodus? Dieser Kinomodus. Moment mal. Kinomodus fehlt. Kino, 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 Kino. Kino, 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 Kino. Nein, der Kinomodus ist weg. Die haben sie rausgenommen. Der Schweine. Ich kann die F8-Taste nicht mehr belegen. Ich kann doch den Kinomodus nicht einfach hier rausnehmen. Kamerawechsel, Flugmodus, Nickbewegung, Schnellmodus, Geistermodus, Sturm, lauter, leiser, Auto. Ja, geht nicht mehr. Wow, jetzt muss ich das immer über die mindtest.conf-Datei eingeben oder was? Ah, super. So, auf jeden Fall starten wir jetzt hier mal mit unseren 60 FPS. Eine neue Welt. Gut, ich bin jetzt hier auch gerade mal mit 720p, muss man auch dazu sagen. Da ist 60 FPS sowieso kein Problem. Alter, warum in über der Hälfte der Welten, wo ich bei meinem Test starte, ist immer Schnee? Warum ist mein Test so kalt, ja? Das ist doch richtig gefühlskalt hier. Auf den Schreck erstmal was essen. Ach ja, Hungermod habe ich ja gar nicht drinne. Ah ja. Das Schöne ist, ohne Hungermod kann man ja zumindest so schnell Nahrung zu sich nehmen, wie man sie verliert. Das heißt, man kann im Wasser zum Beispiel nicht ertrinken, solange man Nahrung hat. Also, ne, ist schon klar. Aber ansonsten bei der Hungermod zum Beispiel, da werden die Herzen ja nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit aufgefüllt. Und dementsprechend ist es halt leicht, schneller zu sterben, als du deine Gesundheit wieder generieren kannst. So. Ja, aber so, ne? Die GPU hat schon 60 Grad. Der Rechner insgesamt 52, also die CPU 52 Grad. Sieht doch alles, soweit es geht, im grünen Bereich aus. Nichts, was jetzt irgendwie. Ne? Man sieht ja auch, funktioniert auch alles. Oh, guck mal, hier oben haben wir immer noch OpenGL 3.1. Hat sie nicht 3.3 gehabt? In der links. Wir machen mal EGL, weil ich weiß nicht, was mein Test benutzt. Ich kenne auch den Unterschied nicht mehr so genau zwischen EGL und GLX. Aber GLX war, glaube ich, das Ding, was die Spiele an sich haben. Und EGL war das, um dann diese 3D in den Desktop zu integrieren. Irgendwie so rum war das. Aber gut, bevor ich hier dummes Halbwissen verteile, recherchieren wir doch einfach mal. So, da sehen wir schon hier die Festplatte, ne? Wie schön die rackert. Und das nur, um Firefox zu öffnen. Was mir jetzt gerade erst auffällt, die haben jetzt dieses Windows-Style hier unten. Mit denen, dass hier so ein Strich über verfügbare Anwendungen drin sind. Na, mal gucken, wenn ich mein System upgrade auf 2204, was denn dabei alles übernommen wird. EGL Wikipedia. Und schon ist die CPU wieder am Aufrollen hier. Ah, da öffnet man mal kurz den Browser. Und die CPU ist schon wieder direkt, also der Lüfter vielmehr, ist schon wieder direkt am Eskalieren hier. Apropos, haben wir eigentlich die CPU-Frequenz-Dingsterbums da mit drin? Ich mache mal ein neues Fenster. So. CPU-Frequenz. Achso, ist ja nicht installiert. Cut. Oh Gott, wo waren das? Sys. Oh Gott. Wo war denn das? Class. Nee. Gibt es hier was mit der CPU? Oder. Nee, Thermal ist ja bloß Temperatur. Nee, hier bin ich falsch. Devices vielleicht? Wo war denn dieses CPU-Frequenz-Gedings? CPU? Oh, Alter, ich bin
bin gerade komplett raus. Nee, da darf ich nicht, das ist was anderes. Da muss schon hier gewesen sein. So, genau, hier hatten wir jetzt System. Und hier haben wir jetzt CPU. Ja, da kommen wir der Sache doch schon näher. So, jetzt haben wir zum Beispiel CPU 0. CPU 0. So, und hier haben wir jetzt die Frequenz. CPU-Frequenz, genau. Ah, langsam erinnere ich mich wieder. Gott, waren das Zeiten, wo ich sowas manuell machen musste. Ne, normalerweise ist er nicht einfach über App CPU-Info. Aber ich will gucken, ob er auch ohne CPU-Info die Sachen schon skaliert. Aber wenn die Sachen hier angezeigt werden, dann scheint es ja so zu sein. Weil die CPU geht, glaube ich, runter auf bis zu 800 MHz. Was? Was mache ich jetzt hier gerade? Da, nee, CPU-Info. Minimalfrequenz ist ja 800 MHz, genau. Also das scheint zu funktionieren alles. Jetzt können wir nur noch gucken, welcher Governor eingestellt ist. Scaling Governor ist. Ach, dieser neumodische. Ja gut, da weiß ich nicht, wie der arbeitet. Ne, früher hatte man ja diesen On-Demand. Aber ja. Können wir mal gucken, was hier so alles gibt. Available. Governor. Genau. Da ist man konservativ, ist quasi, also on demand ist halt die CPU wird so getaktet, wie die gerade gebraucht wird. Konservativ ist das gleiche, ist aber nachtragender. Das heißt, wenn die CPU jetzt relativ niedrig war und mal eine kurze Last anliegt, wird die CPU nicht direkt hochgeregelt, sondern wird langsam hochgeregelt. Genauso wie wenn die CPU sehr hoch getaktet ist gerade, weil sie ausgelastet ist und dann mal ganz kurz ein Spike kommt, wo die CPU halt nicht ausgelastet ist, dann wird sie halt nicht direkt runter geregelt, sondern wird halt auch nur langsam runter. Ist also, ja, wie halt die echten konservativen Leute. Nachtragend, langsam, ne? Daher angelehnt. So, User Space, da wird das Ding gar nicht mehr automatisch getaktet, sondern man muss es nur noch manuell machen. Das kann man zum Beispiel machen, man kann nämlich auch aus GKLM die CPU, da hat man dann hier so einen Regler, kann man einschalten. Wobei das, glaube ich, ein Plugin war, das muss man installieren. Und dann kann man quasi auf GKLM die CPU-Frequenz einstellen. Habe ich früher auch gerne mal gemacht. Und für sowas ist das denn? Ja, bei PowerSave läuft die halt die ganze Zeit auf niedrigster Frequenz. Bei Performance die ganze Zeit auf höchster Frequenz. Und wie gesagt, dieses Scheduling Utility, keine Ahnung, das Ding ist halt relativ neu. Das kenne ich noch nicht, was das macht. So. Ah, okay, ich glaube, es war genau andersrum. Okay, ja, gut. Also es war andersrum. EGL ist das Ding, was die Spiele quasi die OpenGL-Operation machen lässt. Und GLX ist dann das, was das Ganze unter dem X-Windows anzeigen lässt. Also genau andersrum, wie ich gesagt habe. Ja, so rum war das. Okay. Genau. Und GLX ist zum Beispiel das Ding, also naja, EGL ja auch. Die beiden Sachen sind halt quasi mittlerweile obsolet, weil Vulkan beides miteinander vereint. Ja. Ich meine, GLX wird immer noch ein bisschen auch durch den Fenstermanager benutzt, sprich also in dem Fall Wayland. Aber soweit ich weiß, implementiert Wayland ja direkt Vulkan, sodass quasi der Weg dazwischen nicht so lang ist. Ist ja das Besondere an Wayland, dass das halt gerade Spiele wesentlich performanter laufen, weil das halt alles ein kurzer Weg ist zwischen den Sachen. Genau. Ja. So, wenn wir hier schon mal bei Wikipedia sind, wollte ich eigentlich MyTest spielen? War mir irgendwie so, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie es geschrieben wird. Ups. Ich habe das D vergessen. So. Genau. Bin mal gespannt, was das Ding jetzt so besonders macht. Ja, Ubuntu Users, okay. Bei Wikipedia gibt es dazu keinen Eintrag. Schade eigentlich. Weil soweit ich weiß, ist dieses Shared Utils macht letztendlich genau das gleiche wie dieser On-Demand.
Soll aber wohl jetzt mit besonders performant laufen oder es macht halt irgendwas besser. So, alle drei, bla bla bla, Priorität. Okay. Ist die Abkürzung für Shell Utilities. Dieses umfasst die drei Kommandozeilenprogramme C. Ich will ja nicht die Programme, sondern ich will, was der Governor macht. Nee. Das bringt es nicht weiter. Das ist, also kann zwar sein, dass es was damit zu tun hat, dass die beiden Sachen sich miteinander interagieren, aber das ist ja nicht dieser Governor. Gut, machen wir mal CPU Governor. Vielleicht gibt es da ein bisschen besser. Mal gucken, Prozessortaktung. Das klingt schon eher nach dem, was wir suchen. So, gibt es hier eine Liste? Genau. Hier gibt's. Okay, ist aber bloß die alte Liste. Ohne den neuen. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Scheudler-Utilities quasi das gleiche ist wie User Space. Dass man das halt nur als Benutzer verändern kann, nur dass im Fall von Shoot-Utility dass halt dieses Programm ist, was denn die Prozessorzeit anpasst. Das kann natürlich auch sein, dass das damit gemeint ist. Ja. Ah, nee. Hier ist, können wir mal ganz kurz danach suchen. Nee, gibt's ja nicht mal. Ah, nee. Da. Ah. Driven, CPU-Frequenz Selection. Ja, klingt wirklich so. Das heißt, da macht es der Kernel gar nicht mehr, sondern ist quasi, das ist wirklich aus Sicht des Kernels, ist das gleiche wie User Space. Nur, dass halt bei User Space halt kein Daemon im Hintergrund läuft, der das macht, sondern halt der Benutzer nach seinem Geschmack das halt macht. Und bei Sheet-Utils, da ist halt standardmäßig dieser Daemon im Hintergrund als eigenständiges Programm halt aktiv. So wie ich das jetzt verstehe. Ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall komplizierter, als ich dachte. Und damit außerhalb des Scopes für das Video. Ne? Wir wollten eigentlich nur gucken, weswegen wir hier. Digga, wir sind wieder von einem Thema zum nächsten Thema. Ich wollte nur gucken, warum wir hier OpenGL 3.1 haben, statt 3.3. Naja. Oh, und es ist dunkel. Wir haben jetzt Blaubeerschnee. Naja, Lüfter, beruhig dich. Hey. Hört man das eigentlich auch auf der Kamera, dieses laute Auftreten? Muss ich mal gucken, hier bei dem Ausschlag. Wenn die CPU mal hochdreht. Der Lüfter. Ja. Die CPU dreht hoch, ja, ist klar. Ja. Die CPU dreht höchstens an der Schraube. So. So, kommen wir mal irgendwo aus dem Schneebiom raus oder ist jetzt hier alles Glatteisgefahr? Nee, du ganz ehrlich, die Welt gefällt mir nicht. Raus. Entfernen. Deswegen mache ich, wenn ich irgendwelche Testspiele irgendwo mache, das. Ah, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon viel besser aus. So, dann gehen wir jetzt mal. Okay, man hört zwar den Lüfter im Mikrofon, aber wirklich nur sehr, sehr leise. Okay, dann bekommt ihr das wahrscheinlich gar nicht so mit. Na gut. Naja, wollte es jetzt natürlich auch so ein Richtmikrofon ist, was jetzt natürlich primär meins hier auf meinst. Ja, ich weiß nicht, würde ich in Vollbildmodus gehen, damit ihr, ich meine, ihr sollt ja schon sehen, was hier abgeht, ne? Wie die CPU tanzt, weil die Welt noch generiert werden muss. Guck mal, da hinten ist sogar Savanne. Aber ich glaub, wir bleiben hier. Hier ist schön. So. Hier haben wir auch direkt sogar eine Höhle. Sehr stylisch. Oh, geht gut runter. So, dann klatschen wir uns erstmal hier im Baum.
Lalalala. Wir bauen, wir bauen, wir bauen den ganzen Tag. Lalalala. Und noch was trinken, by the way. Meine Stimme verabschiedet sich schon wieder. Ich wundere mich gerade nur ein bisschen, warum wir so eine Konstanzauslastung von 30% haben. Das kenne ich von früher nicht. Kann das sein, dass sie jetzt an Ubuntu liegt? Weil ich habe ja auch auf der, wie gesagt, ist ja jetzt letztendlich die gleiche Hardware geworden, wie ich früher genutzt habe, vor 3, 4 Jahren. Und ich habe die Dinge aber halt unter Knoppix genutzt. Und da konnte ich mich nicht dran erinnern, dass das Ding die ganze Zeit eine Auslastung von 30% hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da Ubuntu mit Schuld hat. Weil die Auslastung kommt natürlich definitiv durchs Spiel. Weil wenn ich das Spiel beende, sieht man ja, geht das Ding runter auf, ne, seine 0%. 0%? Habe ich schon mal gesagt, dass Linux extrem performant ist? Wow, auf so einem alten Prozessor noch 0% zu erreichen, das ist schon. Ich dachte immer, Ubuntu braucht viel mehr Leistung. Aber. Das ist schon krass. Okay, also wenn ich hier also hier unten, die Maus hier unten lang gehe, da merkst du schon, ne, da geht die CPU direkt hoch auf immerhin 10%. Ne, 15% primär. Aber wenn ich hier wirklich nur die Maus bewege oder so, das ist ja absoluter Kindergeburtstag hier. Ist ja gar nichts. Nice. Okay, ich hab. Ja, wie gesagt, das ist halt der Vorteil von KDE, von KUbuntu. Das KDE hat nochmal ein bisschen leistungsschöner ist als jetzt GNOME. Wobei ich jetzt auch gar nicht mehr die letzten Versionen von GNOME auf dem Schild hatte. Aber so, ne, die GNOME-Version, die ich so kennengelernt habe, also die Version, die durch Ubuntu angepasst wurden, ist ja kein Vanilla-GNOME, sondern Ubuntu hat da ja sehr viel modifiziert. Und die normale Ubuntu-Version, die ist halt schon relativ hungrig. Sobald du da die Maus bewegst, siehst du schon, wie da direkt die CPU hochgeht. Aber hier KUbuntu hat das Problem wohl offensichtlich nicht. Das ist ja hier wirklich nix, ist das ja. Nice. Und auch so halt 0%, wenn du gar nichts machst. Das ist cool. Schafft das mal unter Windows, Digga. So. Was wollte ich denn jetzt? Ich bin schon wieder raus. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Ich sollte mal aufhören, auf andere Sachen zu achten. Ach ja, genau. Ja, genau. Ich wollte mal gucken, wie die CPU-Temperatur, CPU-Auslastung so ist. Also ohne Spiel. Das heißt, diese 30% kommen ausschließlich durch das Spiel selber. Jetzt können wir natürlich mal gucken, wie es aussieht, wenn wir das Spiel im Vollbildmodus laufen lassen. Wie die CPU-Auslastung dann ist. Und jetzt kommt ihr natürlich alle mit, Ronny, das macht ja gar keinen Sinn. Das hieß ja die Auslastung gar nicht mehr. Aber, guck mal, wenn ich runtergucke, ist es nur noch 15%. Das scheint also wirklich das Spiel selber zu sein. Also in dem Fall hier halt die Engine von dem Spiel. Ja, jetzt lassen wir das mal so ein bisschen laufen. Na, dann haben wir so unsere 28%. Also mit dem System natürlich so unsere Sache jetzt mal, weiß nicht, 40%, lass es 40% sein. So, und jetzt mache ich Alt F3 und sage weitere Aktion. Vollbild, jetzt sehen wir den Prozentwert nicht mehr. Achso, ja, der Ding kommt ja nicht mehr anzeigen. Jetzt lassen wir das so ein bisschen laufen. Und wenn ich jetzt dann gleich aus dem Vollbildmodus wieder rausgehe, dann sehen wir ja die Schwankung, die in dem Graphen denn zu sehen ist. Ne? Ist quasi wie ein Oszilloskop. Ein Oszilloskop für Prozessor. Skopie. Ich kann by the way mal bei mir die Fenster wieder schließen, brauche ich nicht mehr. Siehst du, wir wollten ja auch noch hier.
Wir wollten ja auch noch hier die Videobeschleunigung testen, ne? Mit MPV. Da brauche ich mal ein paar Videos, da muss ich mal ein paar Videos drauf kopieren. Problem ist halt, muss ich Videos drauf kopieren, die ich auch auf YouTube zeigen kann. Sonst wird das Video dann geclaimed. Was jetzt nicht so geil wäre. Na, letztendlich, wenn ich diese Open Movie Projekte von Blender nutze, dürften die Videos ja nicht geclaimed werden, zum Beispiel, ne? Oder wenn ich Videos von mir selber zeige, kann ich auch machen. Da habe ich ein paar in MP4-Format. Das ist eine gute Idee. Okay, dann klatsche ich mal. Also erstmal gehen wir mal hier wieder raus. Und wir sehen, war ungefähr die gleiche Auslastung. Okay. Es ist also tatsächlich wirklich die Engine an sich, die so viel braucht. Ein Indiz dafür war ja schon, dass wenn wir runtergucken, die Auslastung direkt runtergeht. Ne? Das ist halt diese Voxel, ja doch, diese Voxel-Engine muss halt immer berechnen, wo die Blöcke sind, welche Texturen dann wo gemappt werden und dies, das, Ananas. Und das verbraucht natürlich schon bei so einer. Deswegen, das ist halt das, was viele vergessen. Diese Welt hier sieht zwar absolut Lowbop-mäßig aus, aber gerade so eine Welt darzustellen, verbraucht halt unglaublich viele Ressourcen. Weil bei einem normalen Spiel hast du halt dein Terrain. Das ist fest als Mesh-Datei irgendwo gespeichert. Fertig. Und du hast dann halt ein paar Texturen, die über die Map angezeigt werden. Halt deine, ich sage mal, Grundtextur. Dann vielleicht noch sowas wie bisschen Material-Effekte, so wie, weiß nicht, irgendwelche Reifenspuren oder was halt immer du für ein Spiel da gerade hast. Und bei dem Spiel hast du aber erstens unglaublich viele Blöcke, wobei mein Test schon so clever ist, manche Sachen zu kombinieren. Das heißt, die ganzen Blöcke, die hier sind, die werden auch als ein Block gerendert. Das kannst du zum Beispiel sehen, wenn du mal hier durchcyclest. Da siehst du, okay, nicht so, sondern so. Siehst du hier, die Blöcke, die werden alle als ein Block gezeichnet. Aber hier siehst du, das ist ein einzelner Block, das ist ein einzelner Block. Hier hast du viele Blöcke, hier hast du ganz viele einzelne Blöcke. Und das ist halt das Problem, dass die Welt zwar einfach aussieht, aber es sind gerade dadurch halt viele für sich einzelne Blöcke. Das heißt, du hast nicht nur ein großes Objekt, deine Welt. Und dann die Objekte, die halt da draufstehen, sondern du hast ganz viele Objekte und auch ganz viele Texturen, weil jedes Quadrat hat da seine eigene Textur. Das heißt, gerade da hinten zum Beispiel hast du auf einer kleinen Fläche, weiß nicht, 16 Texturen, die da gerendert werden müssen. Ne? Und da hinten ist es noch schlimmer. Da hast du auf dem kleinen Fleck, weiß nicht, 64 Texturen oder sowas, die da gerendert werden müssen. Also, das ist halt das Problem. Die Welt ist zwar optisch gesehen einfacher, aber aus Sicht des Computers und aus Sicht der GPU ist das komplizierter als normale Spiele. Deswegen braucht ihr auch Minecraft so extrem viele Ressourcen, weil Minecraft auch noch den Nachteil hat, dass das Ganze auch noch in Java implementiert ist. Das heißt, du hast eine Programmlogik, die so schon kompliziert ist. Und dann auch noch in einer behinderten Programmiersprache, da kann nur behinderte Performance rauskommen. Ne? Das ist natürlich ein bisschen traurig. So, dann nehmen wir uns hier mal direkt auf den Apfel der Weisheit, so viel Weisheit, wie wir gerade gedroppt haben, und beißen ab. Irgendwie vermisse ich die Hungermod. So, meint jetzt Vanilla spielen. Hat zwar auch seinen Charme, aber so als Let's Play, weiß ich nicht. Bietet einfach zu wenig Inhalt. Ich meine, ich könnte mich jetzt hier stundenlang begnügen, Holz suchen, Bäume fällen und dann schon ein Haus bauen, aber das ist ja als Let's Play, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Finde ich in Ordnung. Also holen wir uns ein bisschen Gras hier als Brennmaterial. Ne? Öfen lieben Gras. Schön frisches Gras, was kein bisschen brennt und einfach nur die Luft verpestet. Ne? Könnt ihr natürlich nicht wissen, ihr Stadtkinder. Zieht mal aufs Dorf. Ja, da wisst ihr, wie frische Blätter riechen, wenn sie verbrennen. Dort riecht nicht gut. So.
Die Bäume sind auch sehr nah beieinander. Muss ich gucken, dass ich den hier nicht so sehr vorstellte. Wobei jetzt letztendlich auch egal. Also und wir gehen mal doch in den Vollbildmodus. Wir wissen jetzt so ungefähr, ne, dass der Rechner mit dem relativ gut klar. Achso, ich sehe, was wir was machen können. Jetzt mal gucken. Wenn wir jetzt das Spiel in Full HD schalten. Screen. 4K können wir leider nicht. Kann die Capture-Karte nicht. Sehr schade. Aber wir können zumindest in Full HD schalten. Die andere Capture-Karte kann ja, glaube ich, 4K. Aber dann halt auch nur mit. Also, sie kann 4K aufnehmen. An OBS wird dann aber trotzdem nur Full HD weitergeleitet. Es wird dann also runtergerechnet. Von daher wäre auch da 4K sinnfrei. So, okay. Das ist ja alles wieder ein bisschen kleiner. Ist aber kein Problem, denn wir spielen ja sowieso unser Spiel. Kannst du bitte, wo ist denn die? Da ist die Maus. Genau. So. Perfekt. So, und jetzt schalten wir das Spiel. Alt F3. Vollbild. Buja, Buja, Buja. Und es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel, ich glaube nicht. So, mal gucken. FPS. Kein Problem. 60 FPS. Easy. Ja, ich meine, es ist halt schon eine gute Grafikkarte. Ach, übrigens, ich habe herausgefunden, wir hatten ja, als wir die Grafikkarte verglichen haben auf dieser Vergleichssoftware-Seite, da hatten wir ja gesehen, dass die GeForce 660 von 2012 war. Und die Radeon, die jetzt drin ist, die 6850, also die 6850, ne? Dass die vor Quartal X von 2014 kam. Und ich dachte auch so, ja, okay, war so Anfang 2014, nee, Pustekuchen, die ist doch älter als die GeForce. Denn die Radeon stammt aus dem Jahr 2010. Es ist also völlig normal, dass sie schwächer ist als die GeForce. Weil gesagt, erstens ist aus dem gleichen Jahr war zu der Zeit GeForce immer etwas stärker als Radeon, teilweise auch wesentlich stärker, je nach was man verglichen hat. Aber wie gesagt, jetzt kommt natürlich auch noch dazu hinzu, dass die Radeon sogar noch 2 Jahre älter war als die GeForce. Ne? Aber trotzdem möchte ich hier mit der Radeon gehen und nicht mit der GeForce, weil wie gesagt, GeForce hat einfach, ja. Hat in meiner Welt nichts mehr verloren. GeForce ist einfach durch bei mir. Die mit ihren kackproprietären Treibern, die nur Probleme machen. Ich meine, sie funktionieren, gerade unter Ubuntu funktionieren sie auch relativ gut. Aber du hast halt bestimmte Features, hast halt nicht. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier spiele, Steuerung Alt F2, bin ich in der Konsole. Und diese wird auch in voller Auflösung dargestellt. In jetzt in Full HD. Mit dem proprietären Nvidia-Treiber geht das nicht. Da hast du die Konsole nur in VGA-Auflösung. Und das ist nur einer von vielen Punkten. Auch solche Sachen wie Compositing funktionieren nicht wunderbar. Wenn du jetzt klassischen 2D-Compositer benutzt, also zum Beispiel jetzt Knoppix startest mit dem MetaCity-Datei Windows Manager, der einfach nur 2D-Compositing macht. Auch das funktioniert nicht ganz so geil wie mit Open Source Treibern, die direkt in den Kernel integriert sind. Und das ist halt einfach irgendwo Bullshit. Ja? Und deswegen, selbst wenn GeForce für sich mehr Performance hat, ist einfach das Gesamtpaket, also Performance, wie du sie abrufen kannst und was du mit der Performance machen kannst, ist einfach bei Radeon bei weitem besser als bei GeForce. Klar, es gibt manche Sachen, die kannst du nur mit GeForce machen, gerade so jetzt moderne Sachen, wie KI zum Beispiel, das hat einfach Radeon noch nicht, das hat nur GeForce. Oder auch manche Sachen wie halt bestimmte Raytracing-Sachen, da ist zwar Radeon mittlerweile auch mit im Boot, aber auch das kriegt GeForce einfach besser hin, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Aber ne, für ein Alltagssystem, wo ich einfach Spiele spielen möchte, wo ich aber auch produktiv arbeiten möchte mit. Würde ich mir niemals ein GeForce-System holen. Sorry. Ist halt bei mir einfach durch die Nummer. Vielleicht bessert sie sich noch mit in der Zukunft. Ne? Die Option lasse ich auf. Aber Stand jetzt ist es für mich einfach zu dunkel.
Grant me all. Revoke me creative. Creative? Ja. So. Und jetzt set time. Ah, nee. Nur time. Darf man das ihren? So, jetzt. Oder was doch set time? Nee, doch, time, genau. So, schön. Boing. Übrigens, wenn die Kamera mal nach jetzt noch ganz oben, rechts, wo ist meine Maus? Tada! So, let's go. So, jetzt haben wir ein paar Blätter, wir haben ein bisschen Holz, wir bräuchten eigentlich noch viel, wesentlich mehr Holz. Aber es reicht zumindest aus, um erstmal ein paar Werkzeuge zu basteln. Und dann können wir uns mal hier reinkramen. Dann gucken wir mal, was die Welt so für uns übrig hat. Außer einen feuchten Kuss. So, wir machen einfach mal alles. Machen wir ein paar Stöcker. So, 8 sollten erstmal reichen. Brumm. Alter, mit diesem Delay von dem Capturing, das ist ja. Hier Sachen zu treffen ist schon echt ein bisschen schwieriger. Ne? Ein bisschen. So. Ja, das macht natürlich hier voll viel Sinn. So hier. Bum, bum, bum. Ja. Vor allem die Capture-Karte macht alles so unglaublich dunkel. Das hier wirkt bei mir halt, na gut, für euch ja auch, das ist schon richtig dunkelgrau. Das ist ja, also, ganz schön dunkel, diese Capture-Karte. Die macht, wie gesagt, ich verstehe gar nicht warum. Es ist doch digital. Wisst ihr, wenn man jetzt ein VGA-Signal hätte, was ja analog ist, und man das falsch einmisst, also die Pegel nicht ganz korrekt wiedergeben kann, und es dadurch dunkler ist, okay. Aber das ist doch digital. Ein RGB-Wert 40, 40, 50 bleibt doch immer ein RGB-Wert 40, 40, 50. Da kannst du nicht einfach 30 davon abziehen, so YOLO. Also, warum machen die das? Sind die dumm? Ah ja. Vielleicht sollte ich mir doch mal irgendwann mal eine richtig, wäre wahrscheinlich sowieso das Beste, eine richtig umfangreiche Capture-Karte holen, die ich dann halt auch als PCI-Express-Karte einbauen kann. Aber erstens habe ich da ein bisschen Angst vor, was den Linux-Support angeht. Ich meine, ich bin froh, dass die Capture-USB-Karten wunderbar funktionieren, was den Treiber-Support angeht. Aber das soll wohl bei den PCI-Express-Karten gar nicht so gut sein, wenn ich es richtig gehört habe. Ich habe mich jetzt aber auch nicht so sehr damit befasst, weil als ich die ersten Gerüchte davon gehört habe, dass es wohl nicht so gut sein soll, habe ich die Sache auch direkt an den Nagel gehangen, für mich persönlich. Von daher weiß ich gar nicht, ob es halt wirklich so ist. Deswegen, also wenn ihr da, wenn da ein paar Linux-Gamer unter euch sind, die auch ein bisschen Capturing machen, hallo Thomas, dann ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie sinnvolle Lösungen habt, ob ihr da irgendwie PCI-Express-Karten nutzt als Capturing. Also Voraussetzung für mich wären halt, ich würde halt schon gerne mindestens einmal HDMI-Eingang haben. Ich habe gesehen, es gibt auch DisplayPort-Lösungen, aber die sind schweineteuer. Von daher würde ich mich mit HDMI begnügen, auch wenn ich persönlich eigentlich eher DisplayPort-Verfechter bin. Deswegen auch meine 3 Monitore über DisplayPort angeschlossen sind. Ja, wobei das auch bei der Grafikkarte gar nicht anders gehen würde, aber gut. Nee, aber wie gesagt, HDMI reicht vollkommen aus. Es wäre natürlich schön, wenn ich da mehrere Eingänge hätte, die ich auch unter OBS auch separat aufgelistet bekomme, also die ich auch separat benutzen kann als Eingänge in OBS. Aber wie gesagt, mindestens einmal HDMI wäre schön, mindestens Full HD mit 60 FPS wäre schön, 4K wäre natürlich noch besser. Aber wie gesagt, mindestens Full HD mit mindestens 60 FPS. Und ja, wie gesagt, das soll halt auch direkt unter OBS lauffähig sein. Sprich also, am besten wäre es, wenn es halt mit Video for Linux 2 kompatibel wäre. Weil da weiß ich genau, das ist in OBS kein Problem. Und die anderen USB-Capture-Karten arbeiten ja auch mit diesem Video for Linux 2. Von daher wäre das halt sowieso wahrscheinlich naheliegend, dass das darüber läuft. Aber wenn es irgendeine andere Technik benutzt, bin ich auch damit d'accord, solange wie es halt unter OBS lauffähig ist. Ne? Ja, wie gesagt, wenn ihr da was kennt, gerne mal, ja,
Es ist hier so scheiße dunkel, ich brauche jetzt mal Licht. Ich muss das mal. Wollen wir die Kohle dafür verschwenden oder nehmen wir lieber, bauen wir einen Ofen und verbrennen ein bisschen Holz? Wobei ich habe jetzt gar keine Baumstämme mehr. Ich kann gar kein Holz verbrennen. Na gut, also doch Kohle. So, nehmen wir mal hier ein paar Fackeln in die Hand. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst ein bisschen Licht hier. Nee, da. So. Da haben wir auch noch mehr Kohle, sehe ich gerade. Wir können uns auch langsam mal eine Steinspitzhacke bauen. Die wir auch mit. Guck mal hier ist die Fackel, ja? Und da ist schon wieder dunkel. Warum ist diese Capture Card so scheiße dunkel? Oder liegt es daran, dass OBS hier einen Helligkeitsfilter drin? Stimmt, eben, die Karte läuft ja über Video von Linux 2. Vielleicht arbeiten die einfach mit Helligkeitskorrektur. Vielleicht, also wenn ja, dann müsste ich die ja deaktivieren können, ne? Vollbild. Dann gucken wir mal. Ach so. Haben wir es hier natürlich nicht drauf. Das heißt, muss ich auch mal noch installieren. Neues Terminal. Sudo apt install quick video for Linux 2. 2007 8 3 1. So. Genau. Also dieses Q steht wahrscheinlich nicht für Quick, sondern für Qt, weil das diese Qt-Library benutzt. Aber ich nenne es einfach immer nur Quick. Das ist Quick und Dirty. So, jetzt Quick Video, genau, Test Utility. So, da öffnen wir mal. Ich bin doch dumm. Die Capture Card hängt doch nicht an dem PC, wo ich gerade drauf spiele, sondern die Capture Card ist ja an meinem. Ist das. Naja. Gut. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. So, jetzt muss ich mal hier bei meinem Rechner muss ich das ja einstellen. Nicht bei dem Rechner hier. Ich bin ja schon wieder ein Honky Kong des Clubs, ja eigentlich. So, du kommst nach da. Quick Video. Achso, damit ihr auch mal seht, was ich hier mache. Mittlerer PC, mittlerer Bildschirm. Da. So. So, jetzt Quick Video for Linux Test Utility. So, die VLC Capture Karte ist das hier. Ja, ich habe hier Brightness und alles. Dann kann es also wirklich daran liegen. Gut, jetzt muss ich mal gucken, habe ich eine Kamera, wo ich einfach beides darstellen kann? Ich probiere mal. Ich komm. Wir machen einfach mal Workspace 3. Ist ja sowieso ein temporärer Workspace. Dann klatsche ich das Ding einfach mal mit rein. Bildschirmaufnahme. Nee, halt, abbrechen. Eine Szene hinzufügen. Und zwar die Szene mittlerer Bildschirm. Dafür habe ich sie ja. Okay. So, jetzt ist das Ding natürlich über den gesamten Bildschirm. Machen wir mal so, dass wir auch noch das Spiel im Hintergrund sehen. So, jetzt muss ich mal wieder aufs Spiel hier gehen. Spiel. Aber kurz, das ist ja. Boah, Alter. So viel Input hier gerade. So, Spiel. Du gehst mal aus dem Menü raus. Damit wir mal irgendwann was haben, wo wir hier. So, da sehen wir die dunklen Fackeln. So, jetzt muss ich das Ding aktivieren. Achso, halt, nein. Wo ist das Fenster? Das ist das Fenster. Ja, guckt euch das mal an. Ich kann es tatsächlich einstellen. Das erklärt einiges. Wow. Stimmt, das ist natürlich, dadurch, dass es über Quick Video for Linux läuft, ist das hier auch ganz normale Kamerakontrolleinstellungsmöglichkeit. Das heißt, ich kann es auch einfach selber hochstellen. Jetzt weiß ich auch, warum der Schnee so scheiße hellblau war. Weil der Schnee eigentlich. Wo wir drauf gelaufen sind, der war viel dunkler. Aber der automatische Weißabgleich hat es halt heller gemacht. Und deswegen war da so dieses Blaubeerschnee. Ja gut, dann gucken wir mal. Wollen wir mal ganz kurz gucken hier, was da so am natürlichsten wäre. Machen wir mal hier ein bisschen Fackel und da unten Schatten gleichzeitig. Geht das? Ich gehe mal kurz ein bisschen zurück. Hallo, wo ist die Treppe?
Ach ja, da habe ich ja was abgebaut. Der Stein, den kann ich da hinsetzen. Ja. Diese Fenster hier im Vordergrund ist ein bisschen groß. Aber gut, kann ich das nicht? Doch, ich kann das ja nach da schieben. Dann kann ich das gesamte Ding nach da schieben. So, ein bisschen Fanservice noch. So, easy. Ah, sieht man vom Spiel direkt ein bisschen mehr. So. Jetzt gehen wir mal hier so. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Überblick. So, jetzt sehen wir das Ganze mit einmal. Und jetzt können wir das Ganze ein bisschen einstellen hier. Ho, 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 ho. Ja, so sieht es natürlich aus. Und so irgendwie war es vorher eingestellt. Auf minus. Nee, genau, so. Auf minus 11 war es ja. Das heißt, wir brauchen das einfach nur auf 0 stellen. Ist es dann perfekt? Nee, auch bei 0 ist es noch ein bisschen zu dunkel. Habe ich das Gefühl. Es kann natürlich sein, dass hier noch irgendwas nicht stimmt. Kontrast geht bis 255, also wäre die Mitte. Ja, also okay, die Fackel ist jetzt ein bisschen sehr hell. Nee, das ist wiederum ein bisschen dunkel. Also beides auf Mittel stellen geht nicht. Das reicht doch nicht aus. Das heißt, ich mache mal bei der Brightness noch ein bisschen. Ja, Kontrast ein bisschen. Ja, wir nähern uns dem, ja. Ich muss jetzt ein normales Mindtest daneben als Vergleich packen. Aber es sieht so schon wesentlich natürlicher aus. So, jetzt gehen wir mal raus. Und warte mal, bis es dunkel ist. Wobei es ist ja eigentlich schon relativ dunkel, oder? Wirf mal nach. So, sieht man das gar nicht mehr? Ich mache jetzt gerade. Ich mache jetzt gerade Time auf 0. Okay, ist immer noch so hell. Ist das in Mindtest auch so hell im Vanilla Mindtest, also auf Normalrechner? Weil ich weiß, ganz dunkel wird es nicht. Ganz dunkel wird es nur in der Höhle. Aber dass es so hell ist, ist mir das auch ein bisschen echt schon zu hell, tatsächlich. Aber ich kann mich daran erinnern, dass Mindtest allgemein in der Nacht noch so hell ist. Ich meine, ist ja auch im Echten so. Ne? Im Echten hast du ja auch, wenn du keine äußeren Lichteinwirkungen hast und dich das Auge wirklich gut an die Dunkelheit gewöhnen kann, dann kannst du ja auch im Echten relativ gut sehen. Gerade wenn du Vollmond hast, dann siehst du ja quasi noch alles. Ja? Wenn jetzt natürlich, wenn der Mond komplett bedeckt ist, weil weiß ich, gerade Wolken oder sowas, dann kann es schon mal sehr dunkel werden, aber. Ne, in mondreichen Nächten. Ja, genau, hier wird es richtig dunkel jetzt. Aber alles in allem. Es ist halt immer noch ganz schön blaustichig. Auch hier die Wände wirken sehr bläulich. Jetzt weiß ich nicht, ob das da. Ob die jetzt den Himmel simuliert oder. Wie gesagt, das müsste man jetzt 1 zu 1 mit meinem Test simulieren. Das finde ich halt schade. Also, das wäre natürlich dann noch eine geilere Option. Wenn es hier irgendwie die Kamera eine Option bietet mit nicht abstrahieren. Ja? Wo du kannst ja hier auch bei der Kamera sagen, die soll das Ganze automatisch regeln. Oder du kannst halt bestimmte andere Optionen machen, aber die Kamera, wie man sieht, kann kaum was. Da hätte man ruhig noch eine Option hinzufügen können, dass das Ganze halt nicht abstrahiert wird. Warum arbeitet sie eigentlich mit MJPEG? Na gut, hier nicht rumfuschen, weil wenn ich hier rumfusche, dann kann es sein, dass die Sache bei OBS abkackt. Aber das hier kann ich halt verändern, während OBS drauf zugreift. Das ist halt relativ cool. Da kann ich mit diesem Video for Linux Testbench, was eigentlich zum Testen gedacht ist, kann ich halt OBS kontrollieren. Weil in OBS selber gibt es kaum Einstellungsmöglichkeiten. Gut, okay. Dann haben wir das auch. Das kann wieder weg. So, jetzt haben wir wieder unseren Bildschirm. Und den Bildschirm muss ich jetzt noch bei mir in die Mitte ziehen hier. So, sehr schön. Und wir haben jetzt Dunkelheit. Ja, das sieht doch wesentlich besser aus. Das sieht doch viel natürlicher aus. Ja. Sehr geil. Gut, man hat jetzt hier ein bisschen da sieht man so ein bisschen dieses gelbliche und dieses bläuliche.
Das heißt, das Ding scheint wohl nicht so eine Farbtiefe zu haben, um das wiedergeben zu können, aber hey, drauf geschießen. So, wir brauchen ganz viel Kohle. Ich glaube mal, ich mache für die Aufnahme auch erstmal Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ja, ich glaube, so machen wir das. Gut, fahre ich den Rechner runter? Ja. Damit wir immer schön das Hoch- und Runterfahren sehen. Ja? Damit wir sehen, wie schnell sowas funktioniert. Ein bisschen angeben, kann nicht schaden. Achso, vielleicht noch die Auflösung wieder zurückändern. Nö. Ich kann, was ich machen kann, ist Screen Anzeigeeinrichtung. Gucken, wie das funktioniert. Skalierung machen wir mal auf, naja, 200% wäre ein bisschen viel. 150%, das klingt eigentlich ganz gut. So, und dann können wir mal gucken, wie das nach einem Neustart. Normalerweise reicht doch ein Ab- und wieder anmelden, oder? Ich mach mal ab und ab, ab und wieder anmelden. Wo sind das? Abmelden. Abmelden. So, 2007 0831. Müsste er eigentlich jetzt schon übernommen haben, ne? Nee, sieht nicht viel größer aus. Doch, doch, ist größer. Okay, hat also doch übernommen. Ja, siehst du. Also von wegen Neustarten hier. Ist doch kein Windows. Genau, jetzt alles wirklich größer. Und das, obwohl das trotzdem alles in Full HD läuft, ne? Wobei ich sagen muss, ich persönlich habe mit dieser Skalierung noch nicht gearbeitet. Also, ich habe es mal getestet, weil ich habe ja hier bei mir 4K-Bildschirme. Und da habe ich das natürlich auch mal getestet. Aber ich fand die Gesamterlebnis nicht so geil. Deswegen habe ich die Sachen lieber manuell gemacht. Weil ich zum Beispiel das Problem hatte, ich kann mal ganz kurz hier in meinen Videoordner gehen. Ne, nur als ein Beispiel, dass diese Vorschauen, die man hier sieht, diese Vorschaubilder, und wenn man jetzt mal meine Kamera hier wegnimmt, die Vorschau, wenn ich jetzt hier raufklicke, diese Vorschau, wenn ich jetzt hier raufgehe, kann drauf bleiben, danke, diese Vorschau, wenn ich da auf eine Skalierung von 200% gegangen bin, dann habe ich auch gesehen, dass die Vorschau auch einfach nur hochskaliert wurde. Und um das halt zu verhindern, habe ich halt gesagt, nee, Skalierung bleibt bei 100%. Und ich setze lieber manuell die Schriftgröße hoch oder setze halt hier die Icon-Größe hoch. Die kann man ja hier immer einstellen und arbeite lieber auf dem Wege. Ne? So habe ich jetzt auch hier gutes 4K-Erlebnis. Aber die GUI arbeitet trotzdem nativ in 4K und nicht in hochskalierten, was auch immer. Hat natürlich auch manche Nachteile. Ne? Stichwort Wine. Bei Wine kriege ich das Ganze nicht so gut eingestellt. Das heißt, Wine-Programme und die Schriften in Wine sehen halt sehr klein aus. Eine 4K. Ja. Ist also auch nicht das Goldene vom Ei, ist aber für den Alltag angenehmer. Weil ich halt hier bei Vorschaubildern wirklich gestochen scharfe Vorschaubilder jetzt habe. Was halt cool ist. Wo war? Da muss man. Genau. So. So. So, dann ja, würde ich mal sagen, runterfahren und runterfahren. Ja, das ist jetzt auch schon groß. Ist schon geil. Also die Skalierung. Ich meine, vielleicht haben sie es jetzt auch besser hinbekommen mittlerweile. Kann man ja mal gucken, wenn ich jetzt hier. Wir machen ja mal. Wir machen mal. Mache ich in der nächsten Folge. Komm, wir fahren uns einfach mal runter. Let's go. Runterfahren. Die ganzen Experimente mache ich in der nächsten Folge. Dann fangen wir damit mal an. Weil wir wollen ja auch noch testen mit diesem Video von Linux. Mit diesem Video Acceleration, also VA. Und dann gucken wir das Ganze, wie gesagt, nächste Folge. Beginnen wir damit. Und können noch zum Ende wieder meinen Test spielen ein bisschen. Zum Ausklingen lassen. Das klingt gut. Gut, okay. Dann, ja, schau mit der Folge. Bis zur nächsten Folge.